Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Doll Review, diesmal wie ihr sehen könnt, mit Aislinn Ella. Sie ist natürlich die nächste Cinderella, wie wir ja alle wissen. Oder halt nicht wissen. Auf jeden Fall habe ich sie im Einzelpack bekommen, weil ich sie im Doppelpack eigentlich nicht haben möchte. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, bin ich nicht der große Fan von den männlichen. Ihr Roommate ist Briar Beauty. Ja, was kann man noch über sie sagen? Sie trägt als Ohrringe diese wunderschönen Schuhe, was natürlich zu Cinderella passt, wie wir alle wissen. Also, ich glaube, das Deutsche war Aschenputtel. Ja, ich glaube, Aschenputtel war es. Den tun wir auch mal zurecht drücken. Ihre Kette, ich kann leider nicht wirklich erkennen, was es sein soll, muss ich zugeben, aber sie sieht schön aus. Natürlich in Gold gehalten. Sie gehört ja zu den Royals. Ihre wunderschönen langen Haare. Und ihr doch richtig tolles Outfit. Deswegen wollte ich sie doch unbedingt haben, weil ich sie wirklich sehr, sehr schön finde vom Outfit her. Und natürlich von den Haaren her. Ihr Skinton im Übrigen ist doch eher normal, aber auch Tarnskin drin. Also sie ist nicht wirklich normal, normal, so wie man das kennt, sondern es ist wirklich ein bisschen gebräunt. Sagen wir es so, sie ist gebräunt. Die wunderschönen Schuhe, natürlich der Royal Ständer von Ever After. Ihre Schuhe sind grandios, also ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Ich finde sie schön, wie sie sich noch um das Bein schlängeln nach oben. Als praktischen Ring, natürlich in Gold gehalten. Und als Handtasche eine Uhr. Wer hätte es gedacht? Fast 12 Uhr. Wir wissen ja, dann ist ihre Zeit abgelaufen. Dann verliert sie einen Glasschuh. Auf der anderen Seite hat sie ein Armbändchen, auch natürlich in Gold gehalten, eher ins Bettlerarmbändchen, die ich persönlich auch total liebe. Also jede Frau braucht ein Bettlerarmband, das sage ich so. Natürlich wieder ein Brush dabei, also eine Haarbürste, der obligatorische Ständer und natürlich das Büchlein von Royal. Hatte ich ja gesagt, werde ich glaube ich nicht aufschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen wollt. Wenn, dann könnt ihr mir einfach einen Kommentar hinterlassen, dann könnte ich das auch alles übersetzen, etc. Ihre Augen, wie ihr sehen könnt, sind grün. Also wunderschön. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Ich bin auch sehr froh, dass ich sie einzeln bekommen habe. Und ich werde gleich noch ein paar Fotos machen. Meine Stimme ist halt leider Gottes etwas angegriffen, weil ich krank bin. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Ihr Haarbändchen ist in Pink, rosa, also eher rosa. Sie ist wirklich wunderschön gemacht, auch ihre Haare. Ich mag sie sehr, sehr gerne und ich hoffe ihr auch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Vlog oder Review wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns.